So, ich bin sehr gespannt, wer sich das heute holt. Wir werden sehen. Also, denkt dran, wir fahren von Mountain City Richtung Norden an den Apfelbäumen vorbei, biegen dann Losty rechts ab. Einmal die Schleife wieder runter. Über die U-Kurve nach New Haven. Es ist nicht weit, aber es sind ein paar brenzliche Spots dabei. Ja? Wir haben einmal die erste Brücke, über die wir so oder so drüber müssen. Wir haben einmal die zweite Brücke, über die wir drüber müssen. Ja? Dann haben wir zusätzlich, hier ist Autobahnkreuz. Na? Dann haben wir zusätzlich in Knoxville eine kleine Stadt, die man dicht machen kann. Und dann haben wir hier eine ziemlich beschissene U-Kurve, wo hier ein Haufen Steine sind. Also auch das ist ziemlich gefährlich. Na? Und dann natürlich noch die Einfahrt hier, die kann man auch gut zumachen. So, im LKW sind diese Sachen alle mit drin. Ein Haufen Waffen, ein Haufen Baupläne, fertig gecraftete Hubschrauber und Fahrzeuge, ein paar generelle Spaß-Items und nicht zu vergessen die Capri-Sonne für den Mangold. Ja, also es sind wirklich viele, viele Sachen drin. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen gut vollgeballerten Waffentransport. Ohne Scheiß. Alle Fahrzeuge dann mit Blaulicht bestücken und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. So, Herrschaften, wir fahren! Wird er leuchten? Ersten Stall, Zugriff! Uff, jetzt wird spannend, Leute, jetzt wird spannend. Brücke aktuell steht nichts. Ah, das glaube ich nicht. Das glaube ich nie im Leben. 130 Zuschauer wohlgemerkt, ne? Ich sag's nur nochmal. Mega. Mega. Richtig geil. Natürlich, ich denke mal, dass wir verkaufen wollen. Schwarzer Escalade ist markiert auf Karte mit Kfz nach der Brücke links. Bitte Abstand halten, ja? Alles ausmachen, alle Bänder. Auf geht's, Korps, auf geht's. Auf geht's, Korps. Brücke sieht soweit hier aus, wie besprochen, versetzt und Abstände halten. Information für jetzt alle, wir dürfen jetzt schon beschossen werden. Ab jetzt ist der Beschuss möglich. So, auch nochmal an alle Ziffs. Ab jetzt dürft ihr schießen. Ihr seid die Ersten, die schießen und wir dürfen dann zurückschießen. Die Tangos, falls welche vor Ort sind, sitzen jedenfalls noch im Escalade oder haben sich sehr gut versteckt. Aktuell keinen Sichtkontakt. Na, nee, Beschuss, glaube ich. Die Schussankündigung ist hiermit raus. Die schießen aufeinander, wir können weiterfahren. No, Schussankündigung ist raus, liebe Leute. Schussankündigung nochmal ist raus. Nochmal Informationen für alle. Wir eröffnen nicht das Feuer, maximal erwidern. Bestätigt. Schussankündigung ist allerdings ab jetzt raus. Break, Escalade bewegt sich parallel zum Highway, fahrt Richtung Losty. Wir fahren da jetzt einfach gemütlich durch, habe ich im Gefühl, ne? Also könnte ganz witzig werden. Einfach nur fahren. Dafür haben wir uns eigentlich so Mühe gegeben, die Brücke zu planen. Warum haben wir eigentlich so hart ausgedacht, ob wir jemanden nicht? Deswegen habe ich gesagt, wir machen uns da nicht so einen Ich hätte auch gedacht, dass die Brücke bereits dicht ist. Ja, hätte ich gedacht. Ja, dann wird das erste wahrscheinlich Apfelbäume sein. Dann wird das erste Apfelbäume sein, hundertprozentig. Ah, scheint jetzt sich jetzt vom Highway zu lösen. Hinter uns auch was hochfahren eventuell. Warten wahrscheinlich nur eben. Ja, perfekt. Pass das mal auf, ja, welche. Die A-Hubschrauber ist. Da ist so eine Kuppel in die Richtung, vielleicht sind da welche, wir sehen aber aktuell keinen. Ja, mit der Pistole kannst du an der Brücke eh nichts machen, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Aber definitiv New Haven ist richtig Kasala, hundertprozentig. Die meisten werden wahrscheinlich New Haven, also gerade die Ballers, die werden safe in New Haven campen. Weil da hast du einfach auch viele, viele Häuser, aus denen du rausschießen kannst. Viel High Ground vor allem auch.
Und hast das gut vorbereitet. Keine Sichtung, soweit also, ich wohl auf den Steinen auf der. Da wird gut Party sein. Da wird richtig gut Party sein. Da könnten sich aber in den Büschen am rechten Fahrbahn. Ja, Korrektur, Beschuss auf OB. Ja, tja. Welches Recht von oben? Wir wissen nicht, von wo Beschuss wenn ist. Wenn der Konvoi beschossen wird, müssen wir anhalten. Check. Der LKW-Fahrer hält dann an. Haben natürlich ja neue Augen und Ohren, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Nicht wundern, das ist bei uns so. Der LKW-Fahrer hat Angst. Der LKW hält an. Haben wir eine Schussrichtung? Gerade kommt ein Brauner runter hinter euch vom Berg. Vorsicht. Formation bitte. Das ist bei der Explorer, Formation. Das ist bei dem Explorer falsch. Auch auf die andere Seite. So lost, Alter, so lost. Hey, Ruhe, LKW-Fahrer. Ja, du stirb mal lieber nicht. Entschuldigung. Haben wir ein ungefähres Ding? Wahrscheinlich im roten Haus vor uns. Hat das Maul zu weit aufgehabt, glaube ich. Da sind Kugeln reingeflogen. Lul. Okay. Ja, schön. Seht ihr was? Standen unter Beschuss. Wir haben bis auf die vermeldeten Fahrzeuge keinen Sicht vorbei. So, Tank muss down. Ich meine, er ist Kugeln down. Somit evakuieren. Aktuell nicht möglich. Oben im linken Fenster. Boah. Linkes Fenster, rotes Haus. Uff. Ja, da ist er. Ja, moin, Alter. Uff, das wird böse. Das wird böse enden. Oh ja. Info, ist der die down? Fahrer ist circa Kilometer bis 500 Meter von euch entfernt. Da oben, linkes Fenster, ist er drin. Check. Die hören mich gerade nicht, also ich gebe keine Infos raus an die Cops, ne? Hörst du wieder was? Perfekt. Wo sind die Verletzungen drin? Ach was. Es ist ein krass. Kreis markiert in der Mitte, ein Punkt mit Prowler ist ungefähr hier, habe ich einen gesehen, der steht hinter einem Baum. Check, weil auch offen. Escalate weiter oben Richtung der Kuppe, die eben gemeldet wurde. Fährt jetzt runter Richtung Hauptwelt. Info-Fahrer markiert. Ich finde den SWAT-Van finde ich richtig krass in der Lackierung, ne? In diesem Grau, das ist richtig geil. Richtig geil. Uff. Hinter uns. Ja, immer noch rotes Haus. Oh wow. Dann der OB. Rotes Haus, linkes oberes Fenster. Leute am LKW zurückhalten, bitte lasst erstmal OB übernehmen. Dann lass mal mit hinter uns. Ja, check war. Der war wohl auf mal. Ja, ja, der eine Cop hier links am LKW, der hat meinen Motor geschrottet. Ich werde gar nicht mehr fahren können. Dann müssen die reparieren, ja. Ich weiß. Dann müssen die Cops reparieren. Kann ich den Motor anmachen? Ja, Motor läuft noch. Wenn mein Motor dead ist, müssen die Cops mich wieder ganz machen, ja. OB, Status? Ja, Person im Fenster nicht mehr zu sehen, haben aber ein paar Unterdrückungsschüsse abgegeben.
Was wir gerade auch noch gesehen haben, dass ein Prowler in Richtung Nord-Nordost Knoxville umfahren wollte. Aktuell keine Sicht mehr. Wenn der Motor oder die Reifen nicht mehr gehen, müssen die Cops ja, mich reparieren. Bitte mal da, auf wer da rumkommt. Also alles gut, macht nichts. Der Kollege in der Kopf. Ja, auf dem Server gibt es nur 556, von daher ist die Frage irrelevant, Kinoko. Es ist egal, wie viel die aushalten, 556 halten die aus, es sei denn, du triffst durch die Scheiben wahrscheinlich. Ah, nach wie vor Beschuss auf uns, wir können nicht weiterfahren. Er ist dein Haus, Dani, das rote hier. Ja, musste Renovierung musste im Support beantragen, glaube ich, ne? Mal gucken. Vielleicht hilft das was, ich weiß es nicht. Ich denke mal, der Overwatch da oben, der frisst auch ganz gut. Uff. Der wird ganz gut fressen, glaube ich. Vermutung, dass der Tanko im Haus getroffen ist, irgendwo. Der andere hat der andere Seite. Was in dem Fahrzeug bei 160? Es ist ein, genau, es ist ein Repetierkarabiner, okay. Also zu den Waffen hier. Repetierkarabiner sind von dieser Regelung ausgeschlossen, weil die nur Einzelschuss sind. Na? Die haben 308 zum Beispiel oder auch Punkt 300, das wäre dann 762 und größer. Sturmgewehre gibt es nur in 556 hier. Ach, da oben! Oh ja! BL für Weihnachtskomm. Boah, meinst du, das geht hier schon zu Ende? Weihnachten würden um rund den Netzwerk freimachen kommen. Escalade fährt. Negativ, die sind hier weg, die kümmern sich um den Verletzten. Ja, die müssten das Haus erklären. Solange das Haus auf uns schießt, fahre ich nicht weiter. Escalade fährt sich. Oh, Cop-Down. Cop-Down hier unten. Da ist einer down. Ist down, zwei Tangos im roten Haus. Die RPK 12 hat auch 556 hier. Was passiert, wenn du dead bist? Dann hat der Godmode nicht funktioniert. Guck, dass die Verletzten hier weg werden und der Rest fährt weiter. Also, ich schätze mal nicht, dass das passiert. Bin sehr gespannt, wir werden sehen. Wir machen den Explorer 1 lieber. 140 Zuschauer, liebe Leute. Ehre, Ehre. Ah, er ist, glaube ich, wieder wach. Also aktuell ist der Davis im Wagen 2 ebenfalls bewusstlos. RPK hat sogar 545 nur, also noch kleiner sogar. Okay. Einmal ein, komplett. Und packen dann alle Leute rein und haben wir raus. Info an die Einsatzleitung. Wenn 60 Sekunden kein Beschuss auf das Fahrzeug von mir kommt, dann können wir weiterfahren. Jake, helfe mit. Info im roten Haus nicht down. Wiederhole, der im roten Haus ist nicht down. Ja, Jack, wie der Vorschlag. Wir würden da, wenn das rote Haus ist böse, Alter. Uff. Bestätigt. Ich bin von alle von der Fahrer im. Hier 140 Leute, alle Streamsniper. Na, will ich hoffen, Streamsnipen ist erlaubt bei Events. Markierung, die auf der Karte gegeben ist. Die Cops dürfen auch bei Rebellen-Streamern natürlich zugucken, ja. Oh, da ist er, ich sehe ihn. Rotes Haus, rechtes Fenster, oberes. Yes, hab ihn auch gesehen. Ein Tango. Wir gehen ran. Noch einer dead, oh mein Gott. Fahrzeug 1, wie sieht's mit der Evakuierung aus? Evakuierung möglich? Oh, jetzt gehen sie ihn holen, Alter, jetzt gehen sie ihn holen. Oh mein Gott, wer sitzt da drin? Wer sitzt da drin? Ja, Brother Ford. Wie sieht's mit Fahrzeug 1 aus? Evakuierung möglich? Bekommen keine Antwort, bekommen hier keine Antwort von mir. Da gehen sie doch nicht rein. Kommt nach, was mit den Hilfen? Der Kurtis ist ein echt ein guter Schütze. Liegen auf dem Boot direkt unter dem Fenster. Also wenn der da reingeht, das könnt ihr easy holen, glaube ich. Kurtis ist echt gut.
Schießt ihr auf uns? Liebe Menschen, denkt auch dran. Nur weil die Cops down sind, heißt das nur nicht, dass es zu Ende ist. Jungs, die Zivilisten dürfen sich den Loot auch gegenseitig streitig machen. Ah, der klärt hier gut auf jeden Fall. Oh, jetzt geht's ab. 15 Sekunden Delay. Oh mein Gott, war das knapp. 15 Sekunden Delay. Es ist nicht ganz live, was wir machen. 15 Sekunden haben die Delay. War eine gute Idee, hat aber nicht gereicht. Achtung, Tango, Richtung 160. Ja, die Frage ist halt, ist unten auch noch einer? Weil wenn die jetzt reinpreschen... Kritisch. Linkes Fenster. Entschuldigung. Oh, was hat er vor? Doch nix? Ah, hier sind, die sind echt gut niedergeschossen hier alle. Die haben echt alle gut gefressen. Holy shit. Uff, Danis Vorgarten geht kaputt. Sorry, ist ein Einsatz, können wir nicht ändern. Wen haben wir hier noch, hier vorne? Peter Glow. Schauen wir bei dem mal kurz rein. Dreck die Scheiße auf. Ja, mich auch. Oh, 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 oh. Oh, der hat getroffen. Sie sind bei euch. Sternseilig sind sie bei euch. Sind komplett bei uns. Ich hab Blut aus dem hinteren Fenster spritzen sehen. Ja, er packt sie erstmal durch. Erstmal Richtung LKW, drauf. Achtung. Rechtes Fenster. Oberer Stock Richtung LKW. Rechtes, oberes Fenster. Ja, wir versuchen jetzt ein letztes Mal ins Haus reinzukommen. Wir sind aber auch nicht die Eberhüter, wir sind alle hart verletzt. Check, so mit Frage, sind da unten noch welche beiden LKW am Leben? Positiv. Die beiden Pitbulls sind Teilformationen so aufstellen, dass sie Richtung Südost stehen und den Verletzten Deckung geben. Ja, aber der Beschuss kommt aber aus dem Haus raus, ne? Tango down im Haus. Nein. Ja, der ran. GL für 81 kommt. Ich hab ein Problem. Ich flieg mit der Trage irgendwo über Meer. Das ist halt wichtig, dass er down ist. Alle Verletzten in den Heli, jetzt! Oh, wow. Fuck. Oh, Cops werden evakuiert. Sehr nice. Nee. Gut, nevermind. Fenster aufschießen, reinklettern. Da geht. Ich kann das Haus auch nicht aufbrechen, weil der Blitz davon nicht da ist. Das ist nicht der Explorer, das ist der LKW, der im Weg ist. Hat der Explorer Reifen? Er hat Reifen. Was ist mit dem Verletzten? Lebt der da am Boden liegt? Oh. Ja, ich lebe. Es dürfte ein Tango auf jeden Fall down haben, es kann sein, dass wieder aufgewacht. In den Explorer. Information an EL 970-81, jetzt zu Fuß auf dem Weg in Richtung Hamburg. Bestätigt, genau zwischen euch und uns ist ein Fahrzeug. Bitte versucht, markieren. Ach, da oben! Der Wagen ist auf jeden Fall disabled. Oh, die haben den Rotor gekillt! Der Kopfheli hat keinen Rotor mehr. Das ist Fahrzeug 2. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße! Das war der verletzten Evakuierungsheli übrigens an der Stelle. Ich möchte es nur mitteilen, ja? Da müssen sie Repair-Kit und dann mit dem kaputten Heli weiterfliegen. Das ist auch nicht geil. Stürmen gerade in Haus, nicht mehr Beschuss auf Haus aufgeben von außerhalb. Bestätigt, wir konzentrieren uns auf die Fahrzeuge. Pass auf, wir smoken mal nochmal. Auf 130 habe ich gerade Bewegung gesehen, da ist ein Auto gleich weggerannt. Ah, wird gefinished. Sehr nice. Das ist ein Bewusstloser, richtig? Ja. Da war nur ein Tango im Haus, Tango ist down, das finde ich nicht wieder raus. Check Pitbull Richtung Süd. Ja, der ist raus. Wer war das, Chat? Wer ist im Haus gestorben? Wer ist im Haus gestorben? Der hat richtig aufgeräumt. Der hat euch richtig geholfen. Der hat den Ziffs richtig geholfen. Wenn der Pitbull vorne steht, setzt zurück und fährst übers Wasser Richtung Fahrer. Heute so viele Medics da, ja? Michi, erzähl mal, wie viele habt ihr? Ich will es hoffen, nochmal für alle, die jetzt erst einschalten. 150 Zuschauer sind dabei. Über 50 Waffen. Über 50 Waffen. Ja? Dazu noch gecraftete Hubschrauber, ein paar Items, Baupläne. Ja? Es ist wirklich, wirklich voll beladen heute. Heute ist echt ein Haufen Shit drin. Richtig krasses Zeug heute, also das lohnt sich. Die Cops dürfen es als Dienstwaffen benutzen und die Zivs dürfen damit natürlich gutes RP machen. Ein Motor geht immer noch. Ja, Clark hat richtig aufgeräumt dann, wenn das Clark im Haus war. Krass. Grüße gehen raus. Deckung, die holen sich den Escalade. Sechzehn Medics auf 9 RTWs und einen RTH. Wow. Information einfangen, wo ist der Escalade? Dann haben wir da eine richtige Wagen wollen. Da, wo er jetzt schon direkt dran sitzt. Er ist auf jeden Fall down. Gute Entscheidung, gute Entscheidung. Ich gefühle mich am Beschuss aus Osten. Was Clark im Haus hatte am Ende keine Muni mehr? Wirklich? Uff, Alter. Das ist ja bitter. Krass. Also ich gebe euch freie Fahrt. Wir könnten. Ich bin aber schon verletzt. Kriegen wir irgendwie aufgesessen? Ich hab mich schon dabei im Helikopter. Perfekt. Bevor die anderen alle jetzt kommen, dann sind wir noch 30. Ja, Trick 79 und 81 können gerade irgendwann 81 hat gerade Probleme. Okay, sie haben repariert. Wunderbar. Fahr mal den, Ramla, fahr mal den vorderen Pitbull, schlägt vor, dass der LKW vorziehen kann, weil an dem gehen die Rotorblätter kaputt. Ja, Jack, weil drin sind wir auch am Arsch, mal, also weil das Ding, wir müssen auch gleich nochmal eben. Ja, wir machen das nacheinander, ganz entspannt. Jack. Okay, hinter dem Pitbull, die Leute. An alle, die auf YouTube gucken, gerne auch ein Like da lassen, ja? Wäre eine wahnsinnige Ehre, wenn ihr im Video ein kleines Likechen da lassen würde, ne, an der Stelle. Danke ja, euch. Wir sind fertig, wir sind aber weiter verletzt. Und schreibt auch gerne in die Kommentare dann später, wenn das Video online ist. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ne, dann machen wir auf jeden Fall wieder mehr Events und auch andere, nicht nur solche, sondern auch andere sehr, sehr spannende Events. Aber das ist halt Tradition bei uns, glaube ich. Ne? Geld- und Waffentransport ist einfach Tradition bei uns. Ne? Das muss einfach. Da steckst du nicht drin, das muss einfach. Okay, es geht los. Hallo YouTube an der Stelle, genau. Ja, fährt schon. Gut. Wir bewegen uns wieder. Da Info CL sollen wir auf den dritten unmächtig verletzten Waffen das Land fahren. Das Gute bei den Cops ist, auch wenn die getroffen wurden, die konnten teilweise evakuieren und sind jetzt wieder fit. Man darf natürlich die Medics benutzen, ne? Man darf. LKW hält.
Wahrscheinlich grün, ja. Ordentlicher Wagen wollte aufbauen. Ich denke grünes Haus. Und es hat sich nach was Kleinem angehört. HK oder MP oder so. Dankeschön, Clark vom Herbert. Da haben wir ja den Clark, ne? Glückwunsch, hast echt gute Show abgeliefert, muss ich sagen. Respekt. Der bestmögliche Deckung hat. Richtig krass. Nicht längs, quer. So, mal eine Frage an das E-Wag-Auto. Einmal bitte herkommen und aufsammeln. Ich bin am Marsch. Ich habe nämlich eine bewusstlose Person im Fahrzeug. LKW, wir haben wieder Freigabe. Da steht Information an EL und alle anderen dahin. Wir haben 81 und 79 versucht, jetzt den Zivilwagen, also den zivilen Escalade zu nehmen, um hinterherzukommen. Also E-Wag-Auto von mir zur Evakuation, zum Point. Ja, für alle, die Events auf Michikord.de nicht kennen, ich glaube, unsere Events haben solche Traditionen bei Geld- und Waffentransport, das haben wir bestimmt schon 100 Mal gemacht, ne? Das hat richtig Tradition bei uns. Seit 1000 Jahren machen wir immer wieder Geld- und Waffentransport und die waren immer super beliebt früher. Jetzt unabhängig mal von den paar Flamern, die es halt immer mal gibt, ne? Aber ich glaube, Geld- und Waffentransporte, dafür steht unser Server einfach. Sonntage sind Geld- und Waffentransporte. Also ich denke jetzt, ich habe ja gesagt, wenn die Battle-Eye-Kicks wechseln, geht es wieder richtig los mit Events. Jetzt fangen wir heute offiziell richtig damit an. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf richtig krasse, geile Sachen freuen. Bestätigt. Am besten eins vom Fahrzeug rechts vom LKW, dass nicht mal so ein LKW durchgeschossen werden kann, die anderen einer vor und einer hinter dem LKW. Es ist schlau, auf einen LKW zu schießen, auf jeden Fall. Ja. Also nicht ihn zu treffen, sondern einfach auf den Konvoi zu halten. Dann muss ich anhalten. Ja. Egal, ob da Deckung ist oder nicht. Das ist einfach der Spielmodus. So läuft das einfach. Ne? Also nicht wundern, ich bin in keinem Team. Ich fahre nicht irgendwie in Deckung oder positioniere mich. Ich bleibe einfach stehen. Ne? Ich gehöre nicht zu den Cops. Ich bin einfach nur LKW-Fahrer. Mach mein Motor aus, bitte. Dann frage der Explorer, der noch bei der Fahrer ist. Habt ihr noch zwei Plätze frei für den Rückweg? Da sind ja noch eine Platte frei, ja. Naja, an der Stelle bitte nicht bei der Fahrer rumballern. Die sind weit genug weg. Grüße gehen übrigens auch raus an unsere Medics. Na, nicht auf die Medics schießen, das ist eine Safe Zone. Wer da ist, der darf sich behandeln lassen, ja. Nicht, dass es da noch Probleme gibt, ne? Also bitte nicht gegenseitig aufeinander schießen da. Eine Info auch nochmal an die Cops, die gerade nicht zuhören. Die Medics sind eine Safe Zone, dort wird nicht geschossen. Verstanden. Ja, check Information an EL und generell anderen Kollegen. 81 und 79 ist auf dem Weg zum Konvoi mit zivilen Escalade. Das hört sich gut an. Okay. Moin auch an dich, Hunter. Grüß dich. Also, da die Ballers nicht hier unten waren, sind die Ballers entweder auf der Brücke, dass sie die Brücke dicht gemacht haben, hier ist nämlich eine Brücke, und dann hier oben irgendwo stehen, oder die warten, wie ich es am Anfang gesagt habe, eventuell direkt am Zielort. Ich denke eher, dass sie am Zielort warten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ein paar von denen auf der Brücke sind. Ja, wobei, die sind alle zusammen. Die sind alle zusammen. Die werden alle New Haven sein, denke ich. Wenn da oben jetzt den Escalade sich nicht schießen, sind Zivileinheiten von uns. Warum auch immer die mit dem Escalade auf dem Pack. E-Wag-Auto kommt zu uns, schließt wieder auf. Kannst du den. Okay, also der Escalade, der dazukommt, der gehört zur Polizei. 160 Zuschauer haben wir. Ultimativ krass. Danke euch, ne? Schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß heute. Richtig Ehre, Alter. Richtig viel los heute. Sehr geil. Das passt so, ja, danke. Oh! Oh, nein. Ups. Achso. Fehlschuss. Frage, wurde von den Kollegen geschossen oder? Das war ich. Aber ich blute gar nicht. Wieso die Medics zu keinem kommen? Weil die sich vom Konvoi in einem Umkreis fernhalten müssen. Erst wenn der Konvoi weiterfährt, dürfen die Medics ran.
Das kann manchmal ein bisschen dauern. Ist so. Check. Verstanden. Ich denke mal, dass viele in mir helfen. Wir schauen mal, wir fahren. So, da kommt ein neues Auto. Gut. Wir sind auch gut aufgestellt, ja, auf jeden Fall. Warum, ich würde sagen, dann fahr du jetzt schnell. Namen Matze, grüß dich. Alle Verletzten jetzt entsprechend einmal aufsitzen und dann werden die versorgt. Ah, der neben dir. Die Border ist auf jeden Fall safe, 100%. VW ist Betankung repariert und kommt wieder. Also auch an die Zivilisten, evakuiert eure Verletzten. Ihr dürft auch die Medics anfahren. Ne? Und vor Ort, wie gesagt, nicht schießen. Lasst die Leute wieder fit werden und dann wieder rein ins Geschehen. Ne? Lasst die Leute hin und wieder wegfahren. Wir werden nur mit drei Leuten stehen. Ne? Deswegen, ja, wie viele sind wir jetzt hier vor Ort? Sind jetzt vier oder fünf. Wir sind jetzt fünf hier. Der andere ist auf dem Evac-Point, ja? Also der andere sind fünf, der Rest ist Evac-Point, soweit ich weiß. Perfekt, ja. Dann warten wir jetzt hier. Frage, wie viele fahren jetzt zurück zur Fahrer zur Evac? Es sind fünf am LKW. Vier Stück fahren zurück, danach schließen wir wieder auf und können direkt weiterfahren. Wir verbleiben jetzt aber hier und warten. Bestätigt. Rio kommt von hinten. Können wir bitte keine genauen Anzeigen von hinten, ja? Durchgehen über Funk? Ja, kommt was von hinten, vielleicht fährt er noch so was. LKW-Fahrer hört mit. Laut zweiter. Warte, ich höre mit! Hat er schon recht, nicht zu viele Infos sagen, ja. Hat er schon nicht ganz unrecht. Die L54 ist wieder einsatzbereit bei den Medics und Abfahrer. Seid ihr der Escalade? Ja, okay, der Escalade gehört zu den Cops, sehr gut. Für die 54 check, somit sie werden gleich mitgenommen. Ich will einfach kaputt schießen. So, Post, ja, ich bin bereits eingestiegen und eins unterwegs. Schluss. Schon mal vor, du kommst mit, also wenn Clark das aufgenommen hat, wie er da in dem Haus geschossen hat, dann kann er natürlich jederzeit gerne mir den Clip zukommen lassen, dann packe ich den mit auf YouTube. Kein Problem. Positiv überrascht, dass wir die erste Brücke geschafft haben. Ja, das war ja richtig einfach, Alter. Da hat gedacht, dann muss ja Clark halt selber wissen, ne? Vielleicht will er es auch selber hochladen. Ja, hinaus? Ich verstehe sie ganz schlecht. Sie sind bei den Medics. Dein Escalade, Niklas, sehr schön. Sammeln Sie auf. Nein, ich war gerade im Explorer des Evac-Autos. Sie können mich vorne beim LKW aufsammeln, komm. Ja, Dani, du kriegst von Clark leider nichts mehr zurück, weil ja, der ist leider tot. Ja, das ist richtig. Er hat es leider nicht geschafft heute. Steckst du nicht drin? Musst du wohl selber renovieren, ne? Okay. Bollers haben Full Video? Ja, sehr cool. Okay. Sehr cool. Ich würde es nehmen. Ja, klar, logisch. Einmal Abflug. Und war mit rein, gerne. Aus 30 Grad Nord. Ost auf dem Berg, habt ihr ja natürlich auch Pause gesehen. Naja, lasst mir gerne eure Clips zukommen, auf jeden Fall. Somit Frage, könnte das der Caddy gewesen sein? Dann mache ich noch ein zweites Video mit Outtakes oder so, klar. Ist doch kein Ding, gerne. Ja, schick somit. Wir gucken uns das gleich an. Direkt quasi. Einfach zukommen lassen. Auf dem Berg. Die letzten 15 Minuten hast du geschafft. Her damit. Nehme ich. So, jetzt sind wir wieder vollzählig. Wir sind wieder gut, Leute. Das wird noch spannend, Leute. Wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Hubschrauber ist auch fit. Formation, Leute, Formation. Ein Exi hinten, ein Exi vorne. Okay, geht weiter. Fahrt los, Leute. Der ist noch nicht. Aber dafür ein Explorer zurück. Ach, die lassen einen Explorer einfach da. Ja, läuft. ne, ja, zu viele Autos brauchen wir nicht. Sehr gut. Cadillac, holt euch mal den Explorer wieder. Ja, Frage, wo ist der? So, jetzt fahren wir rechts hoch und jetzt kommen wir in die spannende Phase. Das war jetzt noch alles ziemlich ruhig, glaubt mir. Frank, wichtige Information. Hinter der großen Brücke Richtung 50 Grad steht ein Borner-Fahrzeug. Vermutlich versuchen die Borner an der Brücke zuzugreifen. Ja, check. Okay.
Orlas gespottet an der Brücke, also doch an der Brücke. Ja, zumindest ein Auto von denen. Ich denke, dass wir damit nicht direkt dann auffallen. Er checkt dann, macht die Reifen kaputt von dem Ding und schließt ihn ab. Ja, check das mal. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir in die heiße Phase. Ich denke, jetzt wird's auch ein paar Tote bei uns geben. Ich glaube, bisher ist noch kein Kopf gestorben, ne? Hier stehen nochmal zwei Fahrzeuge, die werden vermutlich von oben runterschießen, wenn wir unten durchfahren. Ja, das kann gut sein, ja. Boah, das ist High Ground, Alter. Das ist ein 200 IQ-Move, wenn die den machen. Wiederholen? Ja, wenn wir klar sind, dann am besten der UW unter. Das ist 200 IQ. Alter, bleibst jetzt mal auf einer Spur. Ja, aber blöd, aber bitte passt so auf, ne? Frank, jetzt wo der Explorer weit nach hinten fahren. Ihr seid Kanonenfutter. Einlassleine von Tripolans. Ja. Bevor ihr das Info, wenn wir in New Haven sein sollten, FBI-Gebäude ist nicht sicher, die haben Karten auf jeden Fall. FBI-AQ ist nicht sicher, die haben Karten. Guter Einwand, ja. Absolut guter Einwand. Ja, es ist richtig. Gerade die Ballers, die haben Safe-Karten. Die haben schon einige. LKW hält. Oh, das ist eine scheiß Posi für euch. LKW ist stable. Info, seitlich kommt ein Audi aus Nordwest. Oh! Oh, die armen Cops. Oh Gott, die armen Cops. Oh nein. Das ist so eine scheiß Posi für uns. Auf der Brücke, zwei Personen sicher. Oh mein Gott. Der nächste Loch, der ist ausgestiegen, der schießt auf uns. Könnt ihr was hier? Oh, ich glaube, die haben einen. Oben auf der Brücke, glaube ich, haben die einen. Auf dem Berg auf unserer Position von 96, 14 und 55 ist ein Bonus einer drauf. Halt durch, Rutherford. Du bist unser Content gerade. Gut ist, halt durch. Info für den Cadillac, der Borderswagen fährt. Ja, OW rüberfliegen, wir brauchen Hilfe. Ja, immer noch, immer auf der Brücke. Oh, ja, da zu pieken ist so gefährlich. Oh mein Gott. Ja, ein bisschen Sperrfeuer. Die zu treffen gibt's ja nicht. Alle markiert, zwei auf der Brücke, eins bisschen hinter der Brücke Richtung Norden. Ein weiterer Baller Audi oder das, oder sowas dürfte das sein, fährt gerade auf dem Berg. Escalade dürfte eigentlich sich Kontakt haben. Oder hatte zumindest. Einmal Amazing Grace für die Cops singen, ja, gute Idee gerade. Ja, ich bin nicht mit offen, Alter. Oh! Alter! Brücke, Brücke. Okay. Brücke beim ersten rechte Seite. Also der Bogen auf der linken Seite, erster Bogen auf der rechten Seite an Bogen beginnt. Ah, ist eine gute Posi, muss man den Ballers lassen. Stehe. Gute Posi. Habt ihr ihn gesehen? Einmal F in den Chat, ne? Einmal F in den Chat, Leute. Ja, dann am besten mal probieren rauszukommen. Ja, wir haben gerade schon ein Magazin drauf abgegeben, vielleicht getroffen. F to pay respect, ja, let's go. Immer so viel. Bogen nicht mehr im Blick. Barbar, check. Erster Bogen, rechte Seite. Check, damit. Ja, Tape auf dem Berg drauf, Tape auf dem Berg. Wie sieht's bei dem Caddy aus? Oh, oh mein Gott, ja, von links. Erster Bogen, rechts spawn. Oh ja, von links. Die schießen von links oben. Nee, Wolf spawn. Ja, dann den finishen wir dann. Wolf down? Nice. Ach, Wolf. Ach nee, Kopfwolf. Stimmt, ist ja Hill als Fluch. Hätte schon gedacht, der fängt jetzt wieder an zu flamen, du. Oh mein Gott, jetzt kriegen sie von allen Seiten. Oh nein, das war's, das war's. Jetzt kriegen sie von allen Seiten. Rechts schießen sie auch. Oh mein Gott. Oh, kritisch. Einer dead. Er sieht ihn halt auch nicht. Ich sehe ihn auch nicht rechts, aber
Ah, schwierig. Info, wir haben mehrere Kollegen down beim linken Baller links von der Brücke. Ja, wollen wir da einfach ran, Alter, ohne Weg? Ja, wir müssen halt gut gehen. Soll uns der gute Verband einmal raus. So, dann schauen wir mal einmal bei den Ballers mit rein. Weil die stehen nämlich da oben. Wo haben wir sie denn? Yusuf. Gehen wir mal zu Liam hier rüber. Jawohl. Direkt auf der Brücke. Ist das böse, Alter. Oh mein Gott. Ist das böse. Die drei sind definitiv da. Zweiter Bogen, rechte Seite. Zweiter Bogen, rechte Seite. Die sind überall. Wir versuchen zu unterdrücken. Ah, die sind gut aufgestellt da oben. Oh mein Gott. OW, Unterstützung, Panzer 2. Wir haben jetzt die Bombe aufgestellt. Westlich von der Brücke, so richtig? Wir sind immer noch auf der Brücke. Wir sind noch auf der Brücke. Ja, vier Mann auf der Brücke. Vier Stück. Einen großen Pfeil markiert. Ein weiterer Officer am Boden. Info für den Pitbull mit der. Alleine hier. Der den Berg hoch. Oh, fuck. 39, holt die drei verletzten Kollegen. Die 81 oh, scheint wieder bei Bewusstsein zu sein. Ja, check. Ich war wieder am Boden. Der Pitbull. Ah, der hat jetzt noch 26 Magazine dabei. Der Baller oh mein oben Gott. Rechte Seite dürfte ein paar Hits haben. Ja, die haben Magazine ohne Ende mit dabei, ne? Krass. Oh, ah. Ich würde einmal ein bisschen aufnehmen. Meine LKW hat's gut erwischt. Da ist nicht mehr viel zu machen. 81 hat ein BMW von den Ballers vor mir. Wir wollen auf dem Schiff. Der kommt von hinten, ja. Ich bin aktuell sicher in dem Karren. Ja, check. Aber ein Kollege liegt hier am Boden. Wir sind immer noch auf der Brücke. Erster Bogen, rechte Seite, zwei Tango. Ja, wir kommen halt nicht ran und aufsteigen. Ja, okay, jetzt kriegen die Cops echt aufs Maul gerade. Oh mein Gott, da ist nichts zu machen. Da ist nichts zu machen. Erster Bogen, zweiter Bogen, dritter Bogen. Vier Tangos. Ja, das heißt, die vier Tangos sind da oben, ja. Der zweite Panzer geht hoch. Bestätigt. Ja, ich erkläre es nochmal, liebe Leute. Wenn jetzt alle Cops sterben, dann kommen die Ballers runter, einer setzt sich bei mir mit in den LKW und sagt mir, wo wir hinfahren. Dann geht das Event aber weiter, denn ihr als Zivilisten könnt dann den Ballers wiederum den LKW wieder abnehmen. Ja? Es gibt ja mehrere Rebellenteams. Es sind nicht alle Rebellen gegen alle Cops, es sind Rebellen gegen Cops. Denkt da dran. Also die Cops sind nicht die letzte Hürde hier. Das Ding ist noch nicht rum. Da kann es auch durchaus Allianzen gegeben haben, die danach einfach so aufgelöst werden, weil man mehr Loot haben möchte. Denkt da dran. Kümmern Sie sich um den 79 in den Cadillac und weg. Die Baller schießen auf mich. Das ist eine blöde Route, sagst du? Ja, sorry. Kurz, aber knackig, sagst du, ne? Ja, ja. Frage 24, ist 19 ein Bewusstsein? Ich habe hier einen Officer am Boden. Wir sind in der Unterzahl, ja. Ich habe zwei Officer am Boden, einer im Fahrzeug, einer entsprechend auf dem Boden, beide. Ballers mit dem zimbabweanischen Offroad-Motor, let's go. Info an. Nein, Offroad ist komplett erlaubt für jedes Fahrzeug während dem Event, ja. Check somit. Komplett erlaubt. Info für die 24. Können machen, was ihr wollt. Wir versuchen mal herauszufinden, wo die Fahrer ist und dann ziehen sie sich erstmal zurück. Bestätigt Fahrer gefunden, noch vor Los Diablos ziehen sie sich zurück. Ah, wenn der aufwachen würde, könnte man dem vielleicht helfen. Wir brauchen euch jetzt hier unten an der Brücke, jetzt. Sonst nirgendwo, jetzt an der Brücke. Ja, check, wir müssen uns schnell bandagieren, fliegen den Kreis und sind gleich bei euch. Wir brauchen sie voll unter euren Ausbrückenfeuer. Und auf einen Flug. Also um die 100k zu bekommen und natürlich auch die Event-Gewinner-Level sowie den Loot, müsst ihr natürlich den LKW besitzen, ja. Ihr müsst euch den LKW freischießen von Cops und von anderen Rebellen. Ja. Und alle, die dann am Ende da im Kreis stehen,
Wenn das Event dann von mir als beendet erklärt wird, all die haben dann gewonnen. Alle, die dann leben. Ja, so wir können jetzt unterdrücken. Spotten auf der Brücke. Aber wie gesagt, einfach am Ende hinlaufen läuft nicht. Da wirst du niedergemäht von den anderen. So einfach ist es nicht. Bei den beiden Baller-Fahrzeugen auf dem zweiten Pfeil auf, zweiten Bogen von links, dann steht nur ein Fahrzeug, da sind zwei Personen mindestens. Ja, heute können nur die Cops gewinnen, richtig. Entweder die Cops oder die Ballers-Cops. Richtig, genau, ja. Also heute gewinnen eh die Cops. Läuft. Ist das noch gut bei dir? Ja, ist wohl wahr, ja. Also ich glaube, einer von denen könnte aussteigen und ihn ins Auto schmeißen. Ich weiß nicht, warum sie es nicht machen. Auf dem Berg kein Sichtkontakt. Der Fahrer könnte doch aussteigen und den ins Auto schmeißen. Ich weiß nicht, wieso sie es nicht machen. Über den Berg Richtung Überheben, zwei Fahrzeuge. Ja, check, versucht die Kollegen. Schickt mal hier noch eine Einheit-Runde, dass wir hier die Leute rausholen können. Ja, warte mal, Xerxi. Noch ist das Ding nicht geritzt. Vielleicht warten auch noch ein paar kleinere Gruppierungen in New Haven. Flieg hier noch einmal rüber, bitte. Die liegen hinterm Fahrzeug. Wir sind getroffen, müssen einmal bandagieren. Ja, check. Ja, siehste, easy. Weg ist er. Einige andere sind vielleicht nur in New Haven und warten. Mammutschnitzel, dankeschön. Yeah. Grüß dich, mein Lieber. Im sechsten mit dem Prime, dankeschön. Stell dich zurück Richtung Fahrer. Jetzt habe ich wieder Marderschaden. Ja, ja, ich habe gerade einen richtigen Marderschaden. Warum lebt vom OW? Spot. Liebe Zivilisten, ich weise euch darauf hin, wenn ihr mich repariert und einsteigt, würde ich losfahren. Ne? OW, wir pushen jetzt den Typen an der Brücke weg. Ich weise euch nur darauf hin, ihr könnt euch jetzt den LKW snacken. Es sind keine Cops am LKW. Sperrfeuer auf das Auto gleich. Sperrfeuer jetzt. Bitte. 170 Zuschauer. Holy Alter, was ist denn los heute? Ich glaube, ihr habt Events gebraucht, ne? Ja, ja, ich glaube auch. Ja. 170, Alter. Was eine Ehre, lol. Danke euch, ne? Wunderschön. Hoffe, ihr habt einen geilen Sonntag, Leute. Ja, yeah, für diese Informationen, zwei Schicks sind jetzt gerade behandelt und geht voll davon. Da kommen sie! Moin! Einmal reparieren, bitte! Jack, wir sind am LKW, 24 mit dem Pitbull wieder zum LKW. Ja, die Cops haben mich komplett alleine gelassen, ja. Ist ich auch nicht. Master Sheep mit den 5 Gifte-Zaps. Dankeschön. Auch an euch. Herzlich willkommen. Ja, dankeschön. Oh, den hat's gut erwischt, glaube ich. Am LKW. Zwei Border, mehrfach getroffen. Ich bin hart getroffen. Check. Ja, wir müssen gehen. Komm. Hilly down? Nee. Die beiden Borners dürften aber auch ein paar Kugeln bekommen haben. Boah, die haben gut gefressen. Ja, ja. Die haben gut gefressen. Dankeschön, ja, an euch alle herzlich willkommen. Moin. Danke für die 5 Gifte Subs, mein Lieber. Wieder in Richtung 400 Subs. Jawohl. Naja, hier kommt gerade der Pitbull wieder. Beide. Okay. Ja, check. Soll man das Auto irgendwie reparieren? Boah, das Auto hat gut Kugeln gefressen. Das ist nicht möglich mit dem aktuellen Personen- und Fahrzeugstand. Wir kümmern uns erstmal um die Versorgung aller und versuchen dann uns um das Fahrzeug zu kümmern. Aber zum Essen. Wir holen Kollegen jetzt und gucken weiter davon. Essen und trinken. Boardmode hilft mir da leider nicht. Wo ist denn das Zeug? Komm schon. Pommes. Und? Deck, wir gehen weiter rum und holen noch Leute. Langsam, Leute, beruhigt euch! Ich brauche was zu trinken! Ah, hier. So, jetzt aber. Entschuldigung. Ich weiß, hier noch aus dem Auto falle, weil ich verdurste, ey. Gut. So, Marci im 26. übrigens. Absolute Ehre, ne? Vielen, vielen lieben Dank. 26 Monate, holy shit. Da hinten ist Party.
Das haben wir rausgenommen, Hunter, ja. Aber nicht. Nochmal die Info, Vodcast gibt es nicht mehr auf meinem Kanal wegen der DMCA-Geschichte. Das gesamte Video findet ihr auf YouTube in den nächsten Tagen. OB ist down, wir müssen uns behandeln lassen. Also Ausrufezeichen YT, Abo dalassen, wäre mir eine Ehre. Massa auch von dir am 18. Danke. Danke, danke, danke. Chepper, wie bist du alleine eben? Ja, check, alleine, Alter. Ja, check. Ja, dann bleiben wir hier. Informiere Ballerfahrzeuge am Fahrrad. Ja, die Ballers haben sich zur Fahrer zurück. Zurückgezogen. Ah, Pitbull unter Beschuss. Ja, check. Nochmal bei Liam mit rein. Bekannt von wo? Wo ist er? Hier, Yusuf. Immer noch Brücke und immer noch der Berg. Die sind gerade alle im Bereitstellungsraum der Fahrer. Ja, check. Okay. Die lassen sich ja alle verarzten. Cops und Ballers gleichermaßen. Ist das nicht cool? Meine Frage, dürfen wir ran? Links von uns. Das ist cool. So, was haben wir im LKW? Liebe Leute, der LKW ist voller Baupläne. Fertig gecrafteter Hubschrauber. 4 Stück insgesamt. Quilin, Prowler ist es nicht, Quilin. Waffen über 51, also über 50 zumindest Langwaffen verschiedenster Sorte. Und ein paar nette Items noch. Rucksäcke sind mit drin. Ganz große Crafting-Rucksäcke und alles noch dran. Plus 100.000 Dollar plus für jeden Gewinner 2 Event-Gewinner-Level. Eins zum Behalten, eins zum Herschenken. Frage, steht die 24 noch aktiv unter Beschuss? Negativ, kein aktiver Beschuss. Hallo Jensi, guten Tag. Der LKW ist im Arsch. Grüß dich. Ja, der LKW ist am Ende. Wagenbruch auf. Ja, ich hab nicht mal mehr einen Motor. Bitte, wir müssen erstmal zum E-Wagen. Ja, jetzt ist Feierabend bei mir. Und zwar alle. Oh, wurde schon eigentlich getroffen. Info, die haben Nagelband. Nagelband gelegt zum E-Wagen. Overwatch abgeschlossen. Ah, ich brauche eine Evakuierung dringend. Unter der Brücke. Check, Pitbull kommt. Der hat das überlebt? Bitte? Bitte? Markiert mit Evac. Bitte? Nein! Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Steig ein! Oh mein Gott, von allen Seiten und er steigt nicht ein. Oh mein Gott, er ist drin. Er ist drin. Oh mein Gott, wie knapp, Alter. Oh mein Gott, wie knapp. Ach du Scheiße. Wir sind durch den Nagelband. Wir brauchen jetzt dringend Personal, die uns Dinge umfahren. Ja, wir sind ja auf Weg. Oh mein Gott, Alter, Shepard. Ihr seid am Arsch. Wir haben keine Räder mehr. Nochmal, wir haben keine Räder mehr. Wir holen uns das. Wir fahren Radweg. Wir kommen und evakuieren euch. Achtung, Ballers, rechts von uns, zwei Mann. Ja. Wir kommen vom Evac-Punkt auf euch. Ein Akkordes. Ja, moin, grüß dich. Vier Mann. Ich muss nochmal rein, da hat den Spectate gerade versaut. So, jetzt. Vier Mann. Check, willkommen. Vier Mann immer noch. Fünf Mann. Vorsicht. Fünf Mann. Alter, oh mein Gott. Ja, moin! Fortpanzer lebt ihr noch? Positiv. Das sind ein paar Bongos! Oh mein Gott, Alter, sie heizen voll durch. Oh, wie Ehre ist das denn, Alter? Wie Ehre. Fünf Mann.
Ey, die müssen den nur ausschalten. Die brauchen nur ein Nagelband, dann war's das. Da müsste Rutherford drin sitzen, ne? Wir brauchen nämlich außer dir Feuer und Lockerung. Yes. Wir fahren Brücke hoch. Wir drehen später da um. Immer noch findet man. Check. Oh, jetzt wird's heiß. Jetzt wird's richtig heiß gerade. Brücke sind halt auch Leute, ne? Und da müssen die erstmal durchkommen. Also es geht, aber ich glaube... Oh, nicht mal mit Schaden? Krass. Ich hätte gedacht, er zieht ihm jetzt den Reifen, die Leitplanke hier. Boah, jetzt können sie von oben drauf schießen, aber das wissen die Ballers natürlich auch. Oh, 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 komm, Rutherford. Mach was raus. Immer noch hin. Ein raus, ein raus, wir haben ihn. Nee, er lebt noch. Nee, ist bewusstlos. Nein! Hinterm Swordpanzer, zwei Mann. Ey, Kurt, das ist so eine Maschine, Alter, Wahnsinn. Zweiter Bewusstlos. Was? Hallo! Vorsicht, Hauptstadt. Hallo! Die wollen dich umfahren, Vorsicht. Oh, krass. Hinter Softpanzer, ja. Oh, gerade rechtzeitig eingestiegen. Ey, jetzt gerade schießen sie. Dankeschön für den Sub auf YouTube, ne? Atze. Eine Ballerin oder sowas ist wieder bei Bewusstsein. Ja, check. Unser Fahrzeug hat kein Karasitz. Ja, aber hinterm Baum. Ah, hier Franzi, gut getroffen, ey. Uff. Ihr schaut nochmal hoch zum Rutherford, was der macht. Der macht nicht mehr viel, glaube ich. Seid ihr noch da? Kritisch. Da liegt noch ein Kollege. Oh, 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 Alter. Rein da. Ich bin gestorben. Ah, er schmeißt ihn immer wieder raus, ja. Das funktioniert nicht, er kriegt ihn nicht eingeladen. Ich glaube, Shepard kriegt jetzt hier gerade richtig auf den Sack, ne? Shepard. Die sind dead. Oder? Nee, Shepard lebt noch. Gegenseitig. Oh, Shepard, du Legende. Oh, bitte. Oh, Mann. Ist er wach? Nee, er ist nicht wach. Oh, hat einer von den Kollegen unser Escalade hier über den Fahrer geklaut? Oh, nein. Und das war... Ja, das war's mit Shepard. Oh, was ein Trade, Kinder. Nein. Check, 0-1. Oh, holy. Rückgleich, kommt zu euch. Holy. Anna, warst du, den ich noch mit eingesammelt habe? Wo ist er? Wo ist er? Rutherford, hier. Der lebt noch. Da wird's noch spannend. Gut, mal warten. Ja, lass mal kurz gehen. Der Double Kill, Alter. Ja, moin. Ja, moin. Oh, Ballers, ihr müsst ein Nagelband legen oder irgendwas. Ihr müsst irgendwie ein Nagelband legen. Oh mein Gott. Wenn die den disablen, dann war's das. Dann ist es vorbei mit den Cops. Dann ist es das gewesen. Oh.
du Scheiße, Alter, die Taktik. Boah, miese Brise. Er hat's geschafft, er ist vorbei. Ich glaube, Shepard hat das Auto aufgelassen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Shepard sogar das Auto aufgelassen. Aber die Wallers noch mit ganz großer Klappe vorm Event. Ihr dürft den Panzerwagen nehmen. Ja, damit haben sie nicht gerechnet. Ja, VDM ist erlaubt, ja. Absolut, ja. Absolut. Nur nicht Autos wegrammen. Das funktioniert ja in Arma nicht so gut. Das sollte man nicht machen. Aber ja, klar. Ja, das ist Kurtis hier. Das ist Kurtis. Oh, 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 oh. Der will den knacken und das war's mit ihm. Boah. Was? Der ist vorbeigekommen. Aber die haben doch gesagt, sie haben so viele Nagelbänder. Warum haben sie denn jetzt keine? Du musst ja nur ein Nagelband legen, dann war's das. Das ist, glaube ich, der letzte lebende Cop. Gibt's noch andere Einheiten außer dem AP? Ja, neulich ist einer schon. Ah, doch, ja, noch zwei. Vielleicht auch mal zum LKW runterfahren, weil ich war einfach. Die haben kein Fahrzeug mehr, unser Fahrzeug, bei dem meldest du klauen. Ja, dann fahr ich den Medics. Nein, an den Medics. Okay. Ich habe Escalade. Er muss jetzt Einheiten abholen, die haben kein Auto mehr. Jetzt haben die Ballers natürlich erstmal Zeit, sich wieder aufzupäppeln. Und die könnten theoretisch den LKW mitnehmen. Dann laufen wir. Aber sonst sind keine mehr am Leben, oder was? Boah, miese Taktik von Kurtis. Miese Taktik, ja. Beim einen Panzerwagen hat ja wenigstens das Nagelband geklappt. Hier jetzt nicht, ne? Shepard, Dankeschön. Im 18., mein Lieber. Ich grüße. Hast dich gut geschlagen. Schöner Trade. Schöner Trade. Leider nicht geschafft. Schöner Trade auf jeden Fall. Nice. So. Was ist jetzt mit mir? Geht doch schon eine Stunde das Event. Ja, stimmt. Ne? Ich dachte, es ist nach einer halben vorbei oder so, ja. Okay, die haben jetzt alle eingesammelt, die können jetzt alle wieder hochheilen, also denen ist jetzt nichts passiert, dafür haben sie Shepard gekriegt, ne? Die haben das ja alle überlebt, da stirbt ja keiner von, wenn sie überfahren werden. Also die bringen jetzt alle zu den Medics, machen sich wieder ganz und dann haben sie noch einen Haufen Leute und dafür haben wir aber zumindest Shepard verloren. Also das war ein guter Trade für die Ballers gerade, auch wenn sie so hardcore umgenutzt wurden. Das war ein guter Trade. FDAX im 10. Dankeschön. Dankeschön. So, dann schauen wir mal. Wen hat's denn da erwischt von denen? Was macht der Yusuf? Wir vergewaltigen heute ein bisschen den Yusuf. Ah, der knackt hier oben. Okay, alles klar. Oh nein. Ihr wisst, was das heißt, oder? Ah, Shepard war schon tot. Espinosa war das. Ah, okay. Aber ich hab Shepard spectated, nicht Espinosa. Nee, ich hab Shepard spectated. Das kann nicht sein. Ist ja auch egal. Die Ballers haben auf jeden Fall jetzt einen Panzerwagen. Also Auto fahren kann er nicht. Hä? Was war das denn gerade? Ja, das ist auf jeden Fall Checkpot. Hier ist auch nur irgendwo ein toter Kopf. Was macht er denn? Ach, der will den Mate holen.
Uff, ja, jetzt haben sie einen Panzerwagen, das war's. Dann war's auf jeden Fall. Ja, genau, Shepard wurde geholt. Shepard wurde geholt, ja. Und der Espinosa ist schon im Auto gestorben, genau so rum. Ja, die gehen sich jetzt auch aufheilen. Da oben, glaube ich, schießen Ziffs gegeneinander. Und dann gilt es nur noch für die Ballers darum, schaffen sie es, den Konvoi in Sicherheit zu bringen, oder kommen andere Rebellen und machen ihnen den streitig. Basti schreibt, essen und trinken soll ich. Ich habe eine volle Leiste, aber erzähl's Kim. Hä? Na, dann wollen wir mal warten. Ich glaube, die Medics haben gerade gut was zu tun. Da kommt gerade Gott und die Welt, kommt da gerade hingefahren. Aber schaut euch den Loot an. Der ist es halt wert, dafür zu sterben, ne? Alter. Über 50 Langwaffen, gecraftete, fertig gecraftete Sachen, die kann man direkt hinstellen, ne? Chinook 2 Stück, Bell 2 Stück, Polaris einer, ein Little Bird einer, ne? Und dann noch ein Haufen cooler anderer Sachen, aber hauptsächlich natürlich Waffen, Baupläne, Rucksäcke. Das ist natürlich das, was richtig was wert ist, ne? Da kommt jetzt unsere Abholung. Bis gleich. Schauen wir mal, was die da noch vorhaben, ne? Das war jetzt Stark. Wie heißt denn der? Wie heißt denn Stark? Nimm. Wie heißt denn der? Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie der heißt. Die holt mich gleich ab. Da können wir nochmal beim Herrn Yusuf reingucken. Den finde ich wenigstens, weil er ein Y hat. So, hier. Die fahren nämlich auch gerade irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob die noch was abholen. Oder... ob da oben wirklich ein Schussgefecht mit anderen Zivis ist. Ich weiß es nicht. Es ist noch nicht vorbei. Cops, glaube ich, leben auch noch ein, zwei, ne? Aber auf jeden Fall Respekt an die Cops. Wirklich weit gekommen, haben sich gut geschlagen, ne? Muss man echt sagen. Gerade Kurt ist die Maschine, hat schon wieder aufgeräumt, ne? Der hat schon wieder aufgeräumt. Wie in jedem Event gefühlt, wo er dran teilnimmt, ne? Gerade auch Renn-Events. Da ist er gut bei, der Boy. Richtig nice. Die scheinen jetzt beide SWAT-Panzer zu haben. Dementsprechend könnte es sogar sein, dass alle Cops dead sind. Es sieht nicht so aus, als würde noch ein Cop leben, ja. Hier ist zwar noch einer, aber... lebt noch irgendein Cop? Ich habe mein Leben lang für diesen Moment Demolition Derby gespielt, schreibt Curtis. Ja, ah, das war böse von dir. Das war richtig böse. Einfach alles weggenatzt, was im Weg stand, Alter. Richtig geil. Richtig geil. Ja, dann war's. Zumindest mit den Cops anscheinend. Dann lassen wir uns mal abholen, ne? Oh, es wäre nett, dann würde ich nämlich auch einfach weiterfahren wollen. Ja, fahren Sie zu unserer Hut, ja? Ja, nee. Ich find's da nicht schön. Ach, schade.
Gut, wer von euch fährt mit? Ich kann mitfahren. Gut. Die Ausfahrtungsfahrt fahren, dann fahre ich mit meinem LKW mit. Wo wollen wir hin, Rep? Rep, ja. Rep-Haku. Bin ich mal gespannt, okay, ob ihr auch noch Widerstand bekommt. Ich fahre im LKW mit, wir fahren Rep-Haku. Swatpanzer begleiten uns. Und holen unsere Leute von den Medics ab. LKW ist offen, es darf noch nichts rausgenommen werden. Jawohl. Wir haben keinen Verlust außer Judge, oder? Judge, der Plepp! Hallo, ich bin mal Ihr Beifahrer. Ja, hallo. LKW bleibt offen, falls du aussteigen musst. Hallo? Dann wollen wir mal. Gut, wir fahren, Jungs, wir fahren. Kommt dazu. Ihr habt nur Judge verloren, oder was? Ja, nur Judge. Alle anderen kamen wir rausgeholt gerade. Ich weiß leider nicht, wohin. Ich vorfahren? Fahrt mal vor, Jungs. Einer von euch muss vorfahren. Und haltet Abstand. Ich will nicht, dass ein LKW hier durch uns durchfliegt. Das wäre ungünstig, ja. Ich bin komplett kaputt, das heißt, so schnell geht nicht, ne? Na, Rebellen-Akku, da kann natürlich noch ein bisschen was auf euch warten, ne? Habt ihr so nötig, das Gepäck da mitzunehmen, was da rumliegt? Ja, da kann wirklich noch was warten. Also jetzt, nächster Halt, Rebellen-Akku, werte Damen und Herren. Wir waren sogar so jetzt können das den Ballers noch streitig machen. Was habt ihr da gelassen? Nix genommen aus euren Swatpanzer, alles drinne. Echt, ja? Ah, das ist Ehre. Lass die ganzen Flashbangs da drinne, was wollen wir mit dem Scheiß? Mein, das Ding ist eh voll genug, ne? 5, 6, 6, sonst Alter, was ist hier denn los? Das ist ein ganzes Krankenhaus, Alter. Ja, moin. Holy, aber die haben auch gut genug zu tun gehabt, ne? Ja, es war auch ziemlich intens, vor allem als der Swatpanzer oben auf einmal auf der Brücke stand. Ja, der Kurt ist euch ordentlich auseinandergenommen. Ja, der hat auch BMW von der Brücke gerammt, der ist einfach nach unten gefallen. Echt? Das habe ich nicht gesehen. Ja, der ist dagegen gefahren und der ist über das Brückengeländer geflogen. Ach was. Ja, beim nächsten BMW, der gerammt hat, ist er weggeflogen. Mit ja. Ey, denkt dran, wenn es Beschuss gibt, muss ich anhalten, ne? Jawohl. Bei Beschuss muss er anhalten, denkt dran, ne? Ja, Medics sind unterbesetzt, schreiben sie gerade. Ja, ja. Könnt ihr das mal zu einer normalen Primetime machen oder muss dafür jetzt jeden Tag ein Event kommen oder was? Ja, jeden Tag Event. Jeden Tag Event, sagst du? Ja, jeden Tag. Das nächste Mal ist Cop oder heute wieder gar kein Bock? Ne, heute wieder gar kein Bock. Ah ja, dann geht's ja. Ja. Aber Cops haben sich trotzdem gut geschlagen, trotz der Unterzahl, muss schon sagen. Das war nice. Ich glaube, Miller hatte große Klappe, der hat als erstes gefressen. Ja, wir haben Clark gesagt, mach mal Knoxville, mach den Anfang und dann haben wir nur noch gewartet. Uff. Ja, der hat auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Da ist aber keiner gestorben, glaube ich. Ja, wir waren kurz am Überlegen, ob wir einfach dazukommen, als der Heli down war. Ja. Aber haben dann lieber doch gespannt noch gegessen, ein bisschen geguckt. Was ist denn eigentlich mit dem Heli passiert? Habt ihr den abgeschossen, oder was? Ja, den haben wir runtergeschossen, ist deswegen abgestürzt. Ja, vor allem Espinosa hat ja den Absturz überlebt, ne? Ja. Der ist ja aus dem brennenden Heli ausgestiegen und hatte Besseres zu tun, als bei Shepard einzusteigen. Aber wir haben von der Brücke so viele Max auf einen Reifen, alle zusammengehalten, das Ding ist einfach nicht kaputt gegangen. Wir fahren Rap, ich lager dann alles gegen Schlüssel an. Der Laus hat nicht abgeknallt, Sommer. Man, die habt euch gegenseitig gekillt, oder? Ja, Laus hat Herbst weggeschossen. Oh, wow. Profis. Oh. Oh, 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 gefährlich. Hier das Fahrzeug, was hinter uns kommt, hinter dem Swap-Panzer, wir fahren gleich vor sich an der Packung. Ja, wir haben beide. Ah, ist schon frech. Beide Swap-Panzer, ey. Unverschämt.
Na, hat wenigstens das SWAT wieder, die SWAT-Panzer. Ja, gönnt Clark, lass, wir pushen einfach alle zusammen Clark auf Level 4. Also, ich bin gespannt. Vielleicht haben wir nur Widerstand im Rebellen-Hakku. Mal gucken. Die Leute haben ja jetzt genügend Zeit gehabt, da hinzufahren. Who knows? Vielleicht gibt es nochmal eine Gruppierung, die einfach nur den Loot will und sich vielleicht vorher nicht angemeldet hat und jetzt darauf wartet, was eben passiert. Keine Garantie. Könnte sein, muss nicht sein. Könnte aber gut möglich sein. Also Cops, alle tot, hat keiner mehr im Funk sich gemeldet, ne? Bin gespannt, bin wirklich gespannt. Kannst du mal LKW aufmachen, ich muss was essen. Der ist offen. Keine Berechtigung. Oh, wieso ist der zu? Nee, der ist offen. Der ist offen. Ich hab keinen Schlüssel, deswegen kann ich nicht. Egal, fahr einfach, zeig ihn raus. Schlüssel darfst du nicht benutzen. Bin freundlich. Euch hier anziehen. Weißt du, wir haben halt legit einen Plan für die unten das Brückendreieck gemacht und dann sehen wir einfach, dass ihr oben rumfahrt. Bei welchem Brückendreieck meinst du? Ja, hier unten, die Mausendorf-Brücke werden zugemacht, auf die so. Apartments, Kohleverarbeiter, auf dem Berg, hinten bei der Höhle hätten wir welche gehabt. Ja, die meisten haben ja dann irgendwie, haben halt legit gedacht, dass dass wir vom Prison ausfahren, ne? Nee, wir wussten direkt Mountain City, das war uns klar, weil du meintest direkt eine Brücke am Anfang, das kann nur das sein, weil es nirgendwo anders eine Brücke ist. Der hätte Prison auch sein können. Da ist auch direkt eine Brücke davor. Wow, da, ja, das stimmt, aber gleich. Ja, gesagt. Weil viele haben mir im Stammtisch noch gesagt, dass sie denken, es ist Prison. Na, ich dachte so, ja klar, ist da Prison morgen dann, ne? Ja. So, hier rechts, was wa? Was macht ihr an der Firma, Jungs, wir fahren Rap? Ah, da werden PT und Co. werden ordentlich zu tun haben, Autos abzuschleppen, Mensch. Uff. Ja, meiner, ja. Aber wir waren auch heute 11 Leute. 11 Leute? Ja. Clark Lehmann war noch da, Zorg war noch da, den habe ich am Ende noch weggemacht. Der wollte mich hinter mir angeschossen. Ach was. Ja, du hast Zorg gekillt. Ja, der stand die ganze Zeit oben auf dem Berg mit seinem Crawler, wir haben den schon am Anfang gesehen. Der meinte die ganze Zeit auf uns zu schießen darüber. Ja gut, wieso nicht, ne? Der hat heute nicht gegönnt, glaube ich. Aber ich bin gespannt, ob jetzt noch jemand kommt, Rebellen-Hakko. Mal schauen. Vielleicht will er euch doch noch mal jemand den Loot streitig machen. Ach, traut sich keiner. Na, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht kommt ja die Hochzeitsgesellschaft noch vorbei. Das haben wir auch schon mitbekommen. Akiki und Ramon haben geheiratet, oder was? Das haben wir auch, ja, irgendwie so. Ich hab davon gar nichts gewusst, keine Ahnung. Selber schuld. On Event Day wird doch nicht geheiratet, Mensch. Ja, also Dani Rot war heute auf Hochzeit. Grün hinrichtet sich wahrscheinlich wieder die ganze Zeit, who knows? Nee, Grove hat mitgemacht. Ah, Grove hat mitgemacht? Ja. Okay. Aber die haben sich wahrscheinlich in New Haven positioniert, die sind nämlich an uns vorbeigefahren. Ah, okay. Hä? Ja, aber vielleicht kommen die jetzt noch. Oder sind die auch dead jetzt? Was dead? Ne, ich habe noch keine Grünen gesehen, vielleicht kommen die jetzt noch. Also das war aber nur ein Fahrzeug, also ach so. Maximal. Wow, krasse Gang mit einem Fahrzeug, lul. Vor allem, wir konnten am Anfang nicht an unser Gang-Schließfach. Warum? Nicht richtig geladen. Ach so, echt? Da stand die ganze Zeit, wir müssen uns ein neues kaufen. Ich dann noch zu Zorg, Debug-Befehl, wie wir das irgendwie jetzt wieder aktivieren können. Und dann müssen wir nochmal reden. Sonst hätten wir keine Waffen. Ja, läuft. Ja, läuft. So, paar Meter noch.
Dann habt ihr das eventuell geschafft. Habt ihr überhaupt genügend Platz dafür, um das einzuladen? Ja, oder? Wir sind ja nur 2000, wir haben 10.000 Platz. Achso, 10.000, okay. Ja, 1501 habe ich, weil Mangold ja noch seine Capri-Sonne bekommen hat. Ja, wir schmeißen da alles rein und teilen das später allgemein für die Gang. Ja. Die Hurons, genau, Leute, die noch keine haben, die meisten haben eh von uns schon eine. Ja, sind ja zwei drin. Ja. Zweimal Bell, zweimal Huron, ein Polaris und ein... Ich höre gerade, vor Bane-Akku sei clear, sein Tower wurden alle geklärt. Ach was, echt? Ja. Wir fahren jetzt mir nichts, dir nichts, einfach in den Schließfach rein, ehrlich? Uff. Letzter Swordpanzer macht die Schranken dicht, dass keiner rein kann. Das hört er jetzt nicht, da oben steht aber ein Auto. Also, der müsste schießen. Gut. Oh. Was ist los? Oh. Dann bin ich wieder drin. Tschüss. Ja, also doch, ich hab's mir doch gedacht, das kann doch nicht so schnell zu Ende sein. Ich stell mich hier auf, ey. Cortes, Papa ist noch da. Brennt ein Auto, da wo das Auto brennt. Ja, hab ich so mit, wir sind im Rebellen-HQ. Okay, Rüttler ist auch noch da. Das brennende Auto ist ein Cooper, Miles. Ich werde mich auch umdrehen, ich werde auch zugucken. Ihr beiden hier links seid tot, oder was? Alles tot. Ja, ja. Ja, dann springt ins Auto. Aber da passen doch nur zwei rein. Mäßig? Nee, nee, drei, oder? Nee, zwei. Man ist ein bisschen sicherer, als da rumzustehen, nee. Ne? Jawoll, sterb draußen, du Loser. Ja, der andere hat jetzt Pech gehabt. Ja, genau, mach dazu. Das ist auch eine gute Idee. Ein bisschen Fenster in der Mitte? Nee, ne? Schade. Nee. Scheiße. Ja gut, dann keine Ahnung, stell dich auf den Balkon, nimm die Hände in deinen Kopf oder so. Ist auch keine Garantie für dich, Judge, ob du das jetzt überlebst, ne? Ich sag's dir gleich. Ich hoffe einfach, die schießen hier nicht hin so. Ja, keine Ahnung, es scheinen doch nochmal welche zu kommen. Aber wer? Ich will auf den LKW. Naja, Cops sind auch nicht tot, ne? Ich weiß es nicht. Wir haben noch einen Cop. Einen einzigen noch. Noch ist nicht welcher, vorbei. Und welcher ist das? Klar, der Korrupte, den bezahlt man einfach. Ja, der Korrupte lebt noch, ja. Was hast du davor? Er spielt Kugelfang für uns. Das Schutzschild. Ja, das läuft auf jeden Fall. Na, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich hab's mir schon gedacht, das kann hier nicht so einfach zu Ende gehen. Da sind safe nur ein, zwei Leute, die Nachzügler sind, ne? Die Crow. Ja, das ist wahrscheinlich. Oder das waren Cops? Also, waren das Cops? Aber so eine Profis waren das gar nicht, weil nee. Die haben sich selbst geschrottet. Ach, Ramla hat eigentlich auch nur gelebt, der hat aber Stromausfall, lese ich gerade. Läuft. Oh, Ehrenbruder. Ehrenbruder. Was habt ihr dem bezahlt? Gar nichts, den haben wir einfach rübergeschickt und der hat sich nicht schlecht gefühlt, Beute. Dass er ein Kopf war. Ja. Runter von meiner Beute! Meine Beute, wer ist er hier? Das ist unsere Beute, verpiss dich! Also Beute. Als Mach allererstes sitze ich hier drin, also ist das meine Beute. Auch wenn ich tot war, ist es meine Beute. Ja, du bist der Erste, der Verlust ist. Ist egal. Nimm dir fest. Ich hab keine Kabelbinder. Ich habe miesige Zeiten. Eins. Mann, warum nehmt ihr den denn jetzt fest? Aus Sicherheitsgründen, Sicherheitsverwahrung nennt man das. Ah, alles klar. Er setzt sich erstmal hin, schützt seine Eier. Aber beschwert sich wieder, der Swordpanzer ist scheiße. Ey, der hat gut ausgehalten, sonst wäre Shepard viel früher draufgegangen. Komm, gönnen wir hier. Ah, nee. Hörst du das jetzt? Nee. Und wenn die Funken, hörst du das jetzt auch. Auf los jetzt schießen, Junge. Ach, die da oben gerade, der Clio, das war, da waren da Rüttler und Wolf in einem Clio, Alter. Ja, hallo. Oh, wow. Das ist ein Flame. Oh. Jungs, einer liegt da jetzt.
das Plug? Du bist das Plug. Ist Stark schon wieder ein bisschen motiviert, der Dicke, oder was? Richtig. Ja, ja, der immer. Ich ja auch gewesen, aber wir hatten, ich wurde halt als erstes umgekleppt, ne, das ist kritisch. Good. Ey, kritisch ist es, von seinem eigenen Mate im Crossfire drauf zu gehen, nachdem man das zweite Mal bewusstlos wird. Aber wir reden hier in so einer Box, sei mal da oben leise auf dem Dach, doch. Oh, bevor ich dich von hier oben wegdrücke. So, wenn euer letzter SWAT-Panzer hier ist, drücke ich auf den Timer, 2 Minuten, keine Schüsse, dann ist es euers. SWAT-Panzer, ja, komm. SWAT-Panzer hier ist... Das ist der Drohne. Da ist sogar noch Blaulicht. Da steht eine Karre. Bidu, eine Polizei. Ah, da stand ein Clio da oben. So, unser Boy. Hey, aber warum ist denn da Blaulicht? Also, alle, die gewinnen möchten, müssen hier sein, ne? Du zum Glück bin ich hier. Nee, du bist tot. Achso, doch gar nicht. Ich lasse mich gerade noch von den Medics verhandeln, die sind gleich da. Okay, sobald die hier sind, meinen Timer an, 2 Minuten keine Schüsse, dann gehört es allen, die hier stehen. Also wenn ihr da fertig behandelt worden seid, müsst ihr herkommen, dann startet er seinen Timer. Dampfnudel schreibt gerade nach fast 1,5 Stunden, schade, dass es so schnell zu Ende ist. Alles klar. Ich fahr. Willst du das Video schneiden, Alter? Oh Mann, ey. Das wird wieder was, ey. Ich will die ganze Nacht Videos schneiden, ey. Ha, kritisch. Ja, laufst du doch gerade. Ja, gedacht, nach einer halben Stunde sind wir durch, ey. Cops haben durchgehalten. Kannst nicht meckern. Ja, wir haben, also ohne Scheiß, wir Cops haben echt gedacht, erste Brücke, dann war's das, ja. Wir haben echt damit gerechnet, ja. Antwort, oder stell deinen Funk um, bevor ich dich da wegdrück. Wir haben uns halt gedacht, bei der ersten Brücke, puh, da verrecken wir doch alle. Oh, Fact. Echt, ja? Ja, das war nicht so unser Spot, die Brücke. Ja, weil viele auch geschrieben haben, da habe ich dann nicht mehr drauf geantwortet, weil es ist halt Mr. Obvious, ob man sich auch vor der Brücke schon positionieren darf. Habe ich tatsächlich nicht mal mehr eine Antwort gegeben, weil stand da nicht drin, dass man es nicht darf. Nee. Hast du zufällig Milch hier im LKW? Milch? Ja. Ich könnte ja ein bisschen Frischmilch abzapfen, wenn du magst. Du Drecksau, da. Manometer, dann mach ich mir halt meine eigenen Cornflakes, kriegst halt keine ab, so. Ich möchte auch keine Cornflakes. Cornflakes sind das wahre. Nee. Sind das wahre Übel, meinst du, oder was? Nee, das wahre leckere Essen. Ich mag ganz gerne diese Cornflakes mit Vanillezucker. Kennst du die? Schüsse? Die sehen geil. So aus wie kleine Chips, oder? Nee, schon richtige Cornflakes. Und dann ist da so ein bisschen Vanillezucker drüber. Das ist super lecker, ey. Ach die, boah, die sind mega. Ja, die sind mega. Die gibt's meistens nur von Kellogg's und Kellogg's esse ich nicht. Ach, das ist blöd gelaufen. Ja, also wo gehören die? So gehören die zu ihrem Nestle, glaube ich? Warte mal. Mal google dir, Kellogg's. Da steht bestimmt 20 RTWs. Die zweiten sind da. Aufgeladen worden. Hallo! Hallo! Mach ich doch gerade, ich hab nicht erst die Medics suchen. Der Swap-Panzer soll doch hier bleiben, wenn beide Swap-Panzer sind, geht's los. Ich warte nur auf euch mit dem Timer, ne? An mir soll's nicht scheitern. Ja, die haben immer noch Verletzte. Ach so. Herbst schreit hier wieder rum, denkt, der ist der Macker, aber. Du hast nichts mitzureden, du bist raus aus dem Game, du bist draufgegangen. Ja und? Trotzdem sitze ich hier. Stell dich doch mal da drüben an die andere Baracke. Sag mal, Herbert, hast du ein Problem damit, wenn der Bus 2 Meter vor und 2 Meter rückwärts fährt? Ich kann nicht auf zwei Leute gleichzeitig fahren. Was ist mit dem BMW? Kannst du in den scheiß BMW kannst du keine Verletzten einladen. Deswegen ist der in der In den SWAT-Panzer auch nicht. Kurt, das hat zweimal probiert, zweimal nicht geklappt, ey. Auch SWAT-Panzer geht. Hier hat's gerade funktioniert. Ja, Kurt, bei Kurt ist der Verletzte zweimal rausgefallen. Das kann er ja nicht riechen. I don't know. Ich hab meine Augen nicht überall. Warte, ich fahr mal einen Meter rückwärts. In dem Mausmenü kann man da auf den Gefangenen jetzt ausladen. Vielleicht ist er drauf. Au. Okay, Herbst ist raus, ne?
Ja, das ist unwichtig. Ah, der rafft nix. Digga, was ist mit dir los? Weißt du, der sich über seine markiert mal, ich sehe nichts. Und da steht direkt vor dir, beschwert sich hier. Ich spectate mal kurz die Medics. Welchen Medic nehmen wir? Hier den Kleber. Der soll sie mal umgucken für mich. Immer noch Verletzte bei euch. Ist ja fürchterlich. Wallace sind wie Unkraut. Kannst du 5-mal drüberfahren? Die gehen immer noch nicht kaputt, ne? Ja, ich glaube auch. Richtig, also das war so eine Assi-Aktion von Curtis, ne? Ich hab so gefeiert. Da bin ich gestern auch als Cop. Echt, ja? Bist du auch drüber gefahren? Ja. Aber der ist immer wieder aufgestanden, der Typ. Ja gut, da steckst du nicht drin, ne? Ja, Kleber hat heute keinen Bock, uns rumzuführen. Dann nehmen wir einen anderen. Hier, wen haben wir denn? Wer schaut denn definitiv zu? Der Hand, der schaut doch safe zu. Der fährt halt spazieren. Leck mich doch am Arsch. Hier, Ramirez schaut doch bestimmt auch zu. Ja, Ramirez guckt sich um. Ramirez macht alles Mögliche, aber nichts Produktives. Aber mit den langen Nagelübernahmen sich gelohnt, daran sehen halt 20. Eigentlich schon, ne? Aber mit den normalen Waffen hat keiner irgendwie Reifen. Was ist eigentlich mit den Nagelbändern, die oben waren, also wo die Abbiegung ist? Habt ihr die geused? Da ist einer von uns durchgefahren und ein Ziff ist durchgefahren. Ah, okay. Aber unten, wir supporten wollen. Ich weiß nicht, hat einer von euch was Richtung Medics gelegt unten? Ja, ich. Er bewegt sich auch keinen Meter. Geh Bock mal auf die Medics, die sind nutzlos. Dann guck doch. Also ich spectate ihn und er verliert die Verbindung. Ich kotze, Alter. Es ist doch furchtbar, ne? Michael, guck doch bei Nikolaus zu, der bewegt sich da unten wenigstens. Nikolaus, sagst du? Jo. Aber Ziff, ne? Ja, das ist ja. Ist eurer. Na, dann soll der mich mal ein bisschen rumführen da unten. Ich führe mal Cortes rum bei dem Medic. Ich wollte gerade sagen, ja, führen wir den Cortes ein bisschen rum. Ja, mit FBI-Weste, na klar. Der hat keine FBI-Weste an. Klar, der hat eine FBI-Weste an. Sogar einen Helm und Kleidung, der hat alles gelootet, Alter. Komplett ausgezogen. Cortes, wo soll es hingehen? Einfach so, mal zeigen, wie die sich aufgebaut haben, ne? Einfach mal so, wie die sich da aufgebaut haben da unten. Hebt mal das Geld auf. Ein schöner Bereitstellungsraum der Medics läuft auf jeden Fall, ne? Heute sind sie gut aufgestellt, so können sie immer ausschauen. Der hat gerade Geld genug für den Medic. Den Medic, den müssen wir einmal erkündigen. Den müssen wir einmal ernsthaft schieben. Das ist aber nicht nett. Ne, dürfen sie ja, wenn es kein Beweismittel ist. Ey, wer fummelt denn da an dem BMW rum? Einer. Ist Trinkgeld und so. Da meine Glock noch drin. Das ist ein Überfall. Das wollte ich nicht. Oh oh. Okay. Überfall. Ja, Matrix, du kannst LKWs mit Anhängern einbauen, aber über 20, 30 Spieler funktioniert das nicht. Ne? Und wir haben halt 90 Spieler oder 100 Spieler zur Primetime drauf. Das funktioniert nicht. Das die sinkt ohne Ende. Ne? Deswegen. Da gibt es mit Sicherheit einige Server, die das haben, aber das funktioniert nicht. Nicht bei so vielen Spielern. Das habe ich auch nur. Das macht leider keinen Sinn. Also frei hinten angehängte funktionieren nicht. Werden sie solide angehängt, wie zum Beispiel ein Auto auf einem Abschleppwagen mit der gleichen Technik, dann geht das. Ich auch. Das macht keinen Sinn. Da hat keiner was davon. Gerade wenn du durch die Stadt fährst, da gehst du immer drauf. Sag mal wann. Achso, da wo der zum Schluss. Also hochfrequentierte Server wirst du nicht sehen, die das haben. Zumindest nicht, wenn sie ihren Job ernst nehmen. Ist da auch drauf, wo Laus mich wegknietet? Ja, das ist genau drauf. Jungs, ich bin hier gefangen. Judge weggeschossen. Ich kann dich auch rauslassen. Raus mit dir. Danke. Jo. Wo kam der her? Der kam aus dem Nichts mit einmal steigen. Nein, gibt's nicht, Curtis. Den gesamten Stream gibt's auf YouTube, mein Lieber. Den hier. Na? Läuft die Zeit? Nein, noch nicht. Die ganze Zeit. Also, das ganze Event gibt's schön klein geschnitten für euch auf YouTube. Nein, deswegen. Daumen dran lassen dann. Und auf YouTube vorbeischauen. Ausrufezeichen YT. Na? Das hat der Richtige. Wird es alles auf YouTube geben. Podcast gibt es nicht mehr. Aber, warum habe ich gestern 50 Magazine gebaut, Alter? Deswegen nehmen wir alles auf und dann kommt alles. Versprochen. 6000 LSD geklaut, dann haben wir uns gedacht, räumen wir nochmal das Schließfach ein. Ja, das war gestern Abend so eine Nix.
Heute Abend wieder, Junge. Wie lange brauchen denn eure Jungs noch? Ich würde mal gerne den Timer starten, Kinder. Ich wir machen erstmal Fett. Nö, ach, da muss Kochsalz durchlaufen. Okay, genau, wie sieht's denn aus da unten? Die wach machen. Ja, noch der dicke Fabian mit Bandit. Drücken, den Timer starten. Denkt dran, ihr könnt immer noch angegriffen werden, ne? Ja, dann hoch hier. Ach, von wem denn? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die Roten endlich fertig geheiratet. Ja, was? Okay. Mit dem Anzug. Ja, dann war ja das der Timer ja los. Ja, wieso nicht, ne? Junge, die kämpfen mit der Fliege, die werfen die auch aus. Die sind gleich auf dem Weg. Kommen gleich mit 20 Autos. Die Roten sind doch keine Gang, das ist ein Unternehmen. Junge, die Roten haben mich vorne geflammt, weil ich ein kaputtes Auto hatte. Da meinten die Lila brennt am besten. Junge, hätte ich am liebsten reingeholzt. Okay. Das war gemein. Nee, Alter, weißt du, einer von denen fährt mir in meine Karre. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Leck mich am Ärmel. Das ist schon eine Hausnummer. Über 50 Langwaffen, Baupläne, Rucksäcke, Hubschrauber, Polaris, alles mit drin, ne? Das ist sick. Das ist sick. Ja, hätte ich lieber. Und deine erste Verwarnung, Lulu. Mein altes Ablauf. Genau, deswegen Matrix. Das ist der Grund, ne, weil es einfach wenig Spieler hat. Genau. Deswegen kannst du da leider auf gut besuchten Servern so solche Features nicht anbieten. Da hab ich mir wirklich das packt Arma leider nicht. Ne? Im Singleplayer kein Problem. Super Sache. Sieht gut aus, fährt sich gut. Multiplayer. Über 50 Leute keine Chance. Ne. Deswegen haben diese Server das und wir nicht. Sind das richtige Helis drin oder Blaupausen? Pass auf. Also, das hier sind fertig gecraftete Helis. Du craftest bei uns keine E-Items, sondern Z-Items. Und wenn du das einfach benutzt, dann spawnt vor dir diese Chinook. Die ist zweimal drin, die Belle ist zweimal drin, fertig gecraftet, ein Polaris und ein Little Bird. Ja. Und ich habe hier oben sogar noch für den Polaris einen Bauplan, den musst du lernen und dann kannst du den craften und dreimal Little Bird Bauplan. Ja. Aber es sind auch fertig gecraftete drin tatsächlich, ja. Dingsbums gepusht, Alter, von zwei Explorer. Also die Schließfachdurchsuchungen haben RIP-Leben, ja. Gegen den einen haben wir raufgeschossen. Das ist bitter. Aber Jungs, sind das die letzten von euch? Ja, das sind alle. Sind alle da. Gut, wenn alle da sind, dann startet ab jetzt der Timer. 2 Minuten ohne Schüsse und ihr habt das Ding. Wie lange? 2 Minuten. 2 Minuten ohne Schüsse. Jungs, eure Waffe sichern. Waffe sichern, Jungs. Waffe sichern! Oh, hallo, Schüsse. Ist gesichert. Gesichert dann bitte seine Waffename. Ich. Darf an Schließfach, oder? Alter, auf Jungs, nimm Platz. Lass das hab ich in meiner ersten gelernt. Aber hier vielleicht nicht gerade umrotzen, bleibt hier nicht so stehen, Alter. Ja. Mann, die müssen doch erstmal hier reinkommen. Und die können doch von außen schießen, Alter. Ich bin jetzt genug. Es muss nur ein Schuss hier einschlagen, dann hört der Timer automatisch auf, genau. Schießen wir doch einfach einen LKW-Fahrer raus, haben wir keinen Timer mehr. Nee, so was machen wir hier nicht. Von der ich hab einen Schlüssel. Alle Personen im Rebellengebiet einmal Hände hoch. Die melden uns jetzt. Welche Polizisten denn? Und die Polizisten, die jetzt wieder da sind. Ich habe gerade zugemacht. Mit George, komm, die Bonas holen wir uns. George, wir sind nicht so, als erstes zu verrecken. Eine Minute ist zu Ende. Top. Was ist zu Ende? Eine Minute. Eine Minute. Achso, okay. Hast du das eigentlich alles also, im Gangstichfach? Nee, ne? Ja, doch. Das, wenn du dich unbeliebt machst, schießt jetzt einmal in die Luft. Nein. Ja, dann machst du dich unbeliebt. Pack die Waffe. Dann drücken wir dich direkt hier um. Das könnte passieren, ja. Jungs, 40 Sekunden noch. Wir rüsten uns dann alle ab und dann besprechen wir, wie wir aufteilen. Ja. Ich rüste schon mal. Ich rüste auch schon mal ab. 30 Sekunden noch. So ein Gangschließfach? Nee, jeder am eigenen. Das Gangschließfach ist doch eh voll. Es ist nicht mehr voll, die ganzen Mac ist dann raus. Ja, aber. 20 Sekunden noch. Wie lange noch? 15. Oh, Jungs. Kritisch. Jungs, 10. Können wir dann Salutschuss mit der Pistole wenigstens machen? Ja, danach aber. Wenn die Zeit um ist. Und damit haben die Ballers das Event gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, alle, die da sind. So, werte Damen und Herren, der Loot sei eurer. Viel Spaß damit. Ja, lass.
hier mit den Eilern und dann irgendwann ist dran. Und da kommen sie, die Medics. Ich schicke jetzt mal die Medics. Ehre, 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 ist das cool. Kann man so machen, kann man so machen. Was war's? Ja, das war's. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Mehr als 50 Waffen, aber keine Magazine. Ja, die müssen sie craften. Ja, und? Macht doch nichts. Ah, das ist geil, ne? Das ist geil. Alles voll am Medics jetzt noch. Ah, da kommt doch noch einer. Kommt noch ein RTW. Sehr nice. Ja, moin, Medics. Moin. Mensch, was ne Show. Ja, ne? Wenn wir eins können, dann ist das Show. Wie viele wart ihr heute? 15 oder 14. 15. Na, dann habt ihr euch offiziell den Fahrer-Hoodie freigeschalten. Herzlichen Glückwunsch. Fall. Danke. Eure Einsatzleitung bringt bitte die Liste mit allen Medics dann in den Support, dann kriegt ihr euer Geld, ne? Ja, die steht neben dir, die Einsatzleitung. Genau. Einfach dann nach oben gehen, ne? Ja, mach ich. Also wunderbar, alle, klasse. Ja, nee, nur ich. Alle. Ich hab meine Liste, ich schreibe da gleich ab. Ja, sehr schön, Mensch. Na, dann war doch wieder was. Ah, ist wieder einer, der nicht parken kann hier. Ja, ey, schlimm. Moin. Ich weiß nicht. Moin. Mal Feuerwerk gemacht. Es sind die nutzlosen Medics, die ich spectated habe und mich da nicht rumgeführt haben. Frechheit. Das war Hunt und Ramirez, die können da gleich rausschmeißen, die Schweine. Hau rein. Das war's dann mit der Ausbildungsleitung. Omega-Kündigung. Omega-Kündigung, ja. Oder was? Omega absolut, ja. Also ich kann das jetzt direkt machen, ne? Also so ist das nicht, ne? Nee, mach mal. Ah, ne, aber war schön. Ja. Alter, oh, wirklich? Oh. Oh. Rip an alle, die Nightwishen anhatten. Ja. Das ist eine Sauerei. Ja. Ich hatte gut, dass ich mal auf die Hand. Also. Ach, Feuerwerk haben wir auch noch dabei. Sehr schön. Oh. Alter. Nächstes Event, wenn die Ballers nicht mehr hier halt. Danke an Shepard und deine 14 Leute. Und wunderschön an euch. Ich grüße. Moin, moin. Alter, Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, hoffe, alles gut bei euch. So, moin, moin. Also, ich glaube, das war ein voller Erfolg heute, ne? Auf jeden Fall. Das hat richtig Spock gemacht, ey. Das ist schön, das hört man gerne. Mit Feuerwerk heute, ich fasse es nicht. Erstmal Morphin. Alter, ich brauche eine Freigabe für jedermann. Absolut cooler Boy. Autos brauchst du auf, Morphin? Ich würde eine Ladung nehmen, ja. Ist eine Ladung nehmen? Ja, weißt du doch, auf Tanoa hatte ich doch so ein bisschen Suchtproblem, glaube ich. Aber dann müssen wir das Morphin entziehen müssen. Ja, ja, ich erinnere mich. Jeder Medic darf einmal. Was? Dann drück ich, Alter, für heute, dann sag ich dir. Jetzt ist gerade Epilepti-Party. Ja. Epileptiker bitte abschalten. Ja, richtig. Bitte die Augen schließen und schlafen. Ach, ist wieder da. Ah, nee, war schön, hat Spaß gemacht, ja. Boah, ja. Mega. Richtig. Gerne wieder, wa? Ja, Sonntag? Sonntag? Ja, haben wir heute. So heute haben wir Sonntag. Nee, nächsten Sonntag. Ach so, ja, Entschuldigung, huch. Und übernächsten? Also eigentlich müssen wir das schon jeden Tag machen, damit wir mal mehr als 4 Leute im Dienst haben. Ah, das ist richtig, ja. Einfach jeden Tag so ein Event am Start, ne? Ja, dann haben wir auch alle. Ich hab gehört, wir brauchen noch Abschlussmusik. Die Medics auch alle reich. Warum ist er nackt? Na, ich aufpassen, ne? Mit Copyright. Ja, Cortes, was würdest du denn sagen zu Bieber Bobby Cut zum Abschluss? Bin nicht. Da würde ich Nein zu sagen, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir dabei so geht, aber ich sag da Nein zu. Bin ich jetzt noch nackt für die Bassbooster-Version, aber. Ach so, ja. Ich glaube, da müssen wir ganz schnell. Einmal Kleidungsladen gehen, bitte. Da muss der Kleidungsschneider aber ganz schnell los. Ja, ja. Wenn ihr alle verstanden werdet. Judy, Kinder, es war mir eine Ehre. Danke euch, Medics. Ne? Ja, gerne. Gerne. Und viel Spaß weiterhin. Tschüss.
Ja, ebenso. Bis nächsten Sonntag. Jawohl, bis nächsten Sonntag. Bin bis dahin im Urlaub, ne? Tschüss. Ich bin auch. Einmal später. Okay. So, Kinder, nochmal herzlichen Glückwunsch an alle, ne? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vom Mummung runter, wenn ihr mit mir sprecht, ihr wisst ihr doch. Ich bin der Bürgermeister, denkt dran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ne? Auch, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, von Kurtis ordentlich aus dem Leben genatzt zu werden. Euch viel Spaß mit dem Loot. Und ja, bis denn. Tschüss. So, sehr schön, sehr, sehr schön.